Hallo da draußen, mein Name ist Raphael und das ist meine Story. Ich sitze hier mit 36 und als ich 24 Jahre alt war, war ich im Urlaub und bin im Urlaub krank geworden. Ein viraler Infekt, der dazu geführt hat, dass ich eine Blutbildstörung bekommen hatte. Diese ganze Geschichte heißt TTP und die Blutbildstörung hat dazu geführt, dass der Sauerstoff in meinem Körper nicht mehr richtig produziert werden konnte durchs Blut und dadurch ich Sauerstoffmangel in jedem Organ hatte, in der Leber, Niere und auch im Gehirn. In diesem Land, wo wir waren, gab es keine gute medizinische Versorgung und meine Frau hat dann versucht, dass wir über die Reiserücktrittsversicherung nach Hause kommen und zurückfliegen können. Das war dann nicht gestattet, weil nicht bekannt war, welche Krankheit ich hatte. Dementsprechend hat meine Frau, ja, mit Gottes Hilfe, muss ich sagen, es auf sich genommen und hat uns über Moskau dann zurück nach Deutschland gebracht. Als ich in Deutschland angekommen bin, als wir gelandet sind, bin ich den Sanitäter, der dann da war und auf mich gewartet hat, gerade so in die Arme getorkelt und dann dementsprechend ins Koma gefallen. Ich war dann 2,5, 3 Wochen im Koma. Und in dieser Zeit habe ich aufgrund der Blutbildstörung und der falschen Zusammensetzung, Sauerstoffmangel etc. 3 Schlaganfälle gehabt. Und als ich aufgewacht bin, konnte ich nicht mehr richtig sprechen, ich konnte nicht mehr laufen und ich hatte keine Kraft mehr. Ich war damals 24 und ich war davor Soldat, also ich war in der Zeit Soldat und ich war kerngesund und sehr stark und habe dann, wo ich aufgewacht bin, merken müssen, ja, wie schwach mein Körper auf einmal war. In dieser Zeit gab es so eine Übergangsphase, wo ich wieder ganz zu mir finden musste, dass ich wieder ganz wach und ganz bewusst war, weil einfach nicht alle Bereiche im Gehirn gleichzeitig wieder aktiv waren. So war mein Sprachzentrum noch nicht wieder ganz online, könnte man sagen. Sehr interessant war für mich und für die Ärzte damals auch, dass mein kleiner Bruder gekommen ist auf die Intensivstation und mich gefragt hat, ob ich noch weiß, wie man einen Akkord auf der Gitarre greift. Und ich konnte nicht sprechen, aber ich wusste noch, wie man Gitarre spielt. Meine Frau hat mir dann die Gitarre ins Krankenhaus gebracht. Und bevor ich wieder sprechen konnte, habe ich angefangen, jeden Tag mehrere Stunden Gitarre zu spielen und vor allen Dingen mich wieder mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Denn ich bin eigentlich christlich aufgewachsen und habe dann erst wieder angefangen, die Bibel richtig zu lesen. Ich habe als Therapie zur Behandlung von dieser Blutbildstörung habe ich 50 Dialysen bekommen. Ich habe noch eine Narbe am Hals. Was sind Dialysen? Salopp gesagt, Blutwäschen, wo man Blutplasma ausgetauscht hat. Und es war eine Zeit lang im Krankenhaus, wo es dann erstmal wieder besser geworden ist. Die Therapie hat angeschlagen, die Werte sind besser geworden. Ich habe Lieder geschrieben auf der Gitarre. Ich habe die Bibel gefressen zum Thema Heilung. Und viele Freunde und Bekannte sowie Pastoren sind vorbeigekommen, haben für mich gebetet. Und trotzdem habe ich in der Zeit auch einiges erleben müssen, was mich sehr viel Kraft gekostet hat. Kurz gesagt, es war ein langer Kampf. Es ist viel passiert, es gab viele Höhen und Tiefen und ich bin in diesem Heilungsprozess 3-mal fast gestorben. Die Werte gingen tendenziell nach oben, also es wurde eigentlich alles immer besser und es war bald absehbar, dass ich rauskomme aus dem Krankenhaus. Dann sind aber zwischendurch die Werte wieder schlechter geworden und es gab ein ständiges Auf und Ab, sodass die Ärzte schon befürchtet hatten, dass ich das Ganze jetzt chronisch haben werde und mein Leben lang an dieser Dialyse angeschlossen sein werde. Es gab den Moment, da sind die Werte dann abgefallen. Und zwar so schnell, so rapide, dass die Ärzte nicht wussten, ob ich am nächsten Tag wieder aufwache. Und in diesem Moment, wo alle mir sagten, ich sollte kämpfen und ich soll nicht aufgeben und ich soll nicht loslassen, habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe losgelassen und ich habe gesagt, okay, wenn ich das alles erleben sollte, damit ich zurück zu dir finde, damit ich ja von meinem Ego, von meinem Stolz wieder wegkomme und in Demut vor dich trete und erkenne, dass mein Leben in deiner Hand ist, dann habe ich doch mein Ziel erreicht, auch wenn ich heute Nacht sterben werde. Die Ärzte haben zu mir gesagt, bitte schreiben Sie Ihr Testament, tun Sie sich und Ihrer Familie einen Gefallen und klären Sie Ihren Nachlass, denn wir wissen nicht, ob Sie morgen wieder aufwachen. Ich habe gebetet, so wie Jesus gebetet hat am Kreuz, bevor er gestorben ist. Ich habe gesagt, Herr, ich befehle meinen Geist in deine Hände. In diesem Moment
hat mir Gott eine Bibelstelle gegeben und mich daran erinnert, was im Jesaja 43, Vers 1 steht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und was ganz wichtig ist, mein ganzer Name ist Tobias Raphael. Und Tobias ist der Gutmütige und so weiter. Aber Raphael ist der Herr, dein Arzt, der Gott, der dich heilt. Und Gott hat mir beides gegeben, die Erkenntnis über die Bedeutung meines Namens und diese Stelle. Und obwohl ich in dieser Nacht noch sterben sollte, habe ich geweint vor Freude. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du mich leben lässt, dann will ich leben nicht für mich, sondern zu deiner Namensehre, damit die Welt da draußen erfährt, dass du echt bist, dass du lebendig bist und dass du uns siehst, uns hörst, uns erhörst, uns liebst und dass du heute noch wirkst und auch rettest. Und ich habe die Nacht überlebt und 3 Tage später gab es die reguläre Kontrolle und dann kam die Ärztin zu mir und hat gesagt, es gibt einen Fehler im Labor, wir müssen nochmal Blut entnehmen, um das nochmal zu kontrollieren. Dann kam sie ein paar Stunden später nochmal mit Arzt, Oberarzt, Chefarzt, alle sind zusammengekommen und sie haben mich gefragt, was ich denn getan hätte, was ich gemacht habe. Und ich habe die Ärzte gefragt, aber wieso? Was soll ich schon gemacht haben? Vor 3 Tagen habt ihr mir gesagt, ihr sollt sterben. Was ist denn los? Und die Ärzte haben gesagt, sie verstehen nicht warum, aber von gestern auf heute sind alle Werte von schlecht zu gut. Alle Werte sind wieder normal und sie können es sich nicht erklären. Und ich habe gelacht und geweint vor Freude, alles gleichzeitig. Und ich habe ihnen gesagt, dass mein Name Raphael ist und dass Jesus Christus mich geheilt hat. Und die Ärzte haben sich was notiert und ich habe gefragt, was schreiben Sie denn jetzt? Was notieren Sie sich denn jetzt? Dann schreibt er Spontanheilung und dann sage ich, dann machen Sie es aber bitte vollständig. Spontanheilung, Christ. Und ich sitze heute hier und erzähle euch das, weil Gott etwas Großes getan hat in meinem Leben. Aber nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für dich, damit du das jetzt hörst und du siehst und spürst, dass es einen lebendigen Gott da draußen gibt, der dich sieht, der dich hört, der dich liebt, der einen Weg, eine Möglichkeit geschaffen hat, dass du ihm begegnen kannst. Er hat den Zugang ermöglicht zu ihm durch sich selbst, durch Jesus, seinem Sohn am Kreuz, der für uns gestorben ist. Und ich will dich einfach nur ermutigen. Trau dich, egal welche Situation du hast, egal wie krank du bist, welches Leiden dich quält, komm zu Gott, er wird dich retten, er wird dich annehmen und in seiner Gnade wird er dich heilen.